Guten Abend, meine liebe Leute. Heute ist es ungewöhnlicher Unterricht. Wir gehen nicht mit Ecclesiastes. Willkommen zurück. Nächster Unterricht zum das Thema. Keine Frage. Heute ist es Israels Unabhängigkeitstag. 76 Jahre alt. Mazal Tov, wie sagt man? Ein Geburtstag wie bei den Menschen. So ist bei einigen Staaten. Kennen Sie, gibt es die Staaten, die haben keinen Unabhängigkeitstag? Ja. Ja, Ja. Deutschland hat auch keinen Unabhängigkeitstag. Wo? Wir haben Im? ja auch keinen Unabhängigkeitstag, Ja. Deutschland. Ja, aber von anderen Gründen. Ja. Aber wenn Sie schauen, zum Beispiel in Skandinavien, die Staaten wie Dänemark, sie waren immer da. Sie waren immer da. Das heißt, die israelische, jüdische Unabhängigkeitstag, dass wir waren da, dann Exil und dann zurück. Also das ist eine Geschichte, eine Historie. Und gibt es die Bevölkerung, die waren immer da. Die Amerikaner haben gesammelt sich. Also natürlich, sie haben 4. Juli. Gut. Aber gibt es ganz andere Weltanschauen und Selbstbewusstsein und Selbstgefühl, denn du sitzt immer da, auf eigenem Land, du hast immer eine Stadt und das ist alles gut. Deswegen in die Staaten wie Dänemark, sie haben einen künstlichen, halb Unabhängigkeitstag. Das heißt der nationale Fahnetag, etwa so. Aber es ist etwa nur um zum Zeichen. Wir sind auch, haben etwa. Natürlich, bei uns, beim Juden, bei Israel ist es nicht so. Die erste, dass Sie wissen, dass 14. Mai ist es kein offizieller Termin zum diesen Unabhängigkeit, oder? Wissen Sie das? Hoffentlich. Das steht in vielen, vielen Quellen, dass Israels Unabhängigkeitstag ist 14. Mai. Zum Beispiel, ich nehme euch wie immer zu meinem Computer. Und wir sind in Wikipedia, ja, und wir schauen, ja, Declaration Independence, 14. Mai 1948. Das heißt, ist das echt unabhängig Israels Tag? Die Antwort ist nein. Wissen Sie warum? Ja, Es war, ja, ist ein anderer Kalender. richtig, es geht nach jüdischen Kalender, natürlich. Natürlich. Israels Unabhängigkeitstag geht nach jüdischem Kalender. Das heißt, der echte Termin heißt 5. Jahr. Okay? Dieses Jahr, 2024. Zufällig, heute ist es 14. Mai. Okay? Aber normalerweise es ist es immer, aber immer andere Termin. Es kann sein sogar Ende April. Es kann sein, sogar Ende Mai. Plus minus 30 Tage. Und um zu komplizieren die Dinge, heute ist es, welcher Termin auf hebräischer Kalender ist heute? Heute ist sechste Jahr und nicht fünfte. Und wenn, habe ich gesagt, für Hebräisch Jahr, fünfte Jahr, warum heute ist es sechste Unabhängigkeitstag? Die kurze Antwort, es ist jüdischer Kalender, wegen Schabbat. Weil ein Tag vor Israels Unabhängigkeitstag ist Erinnerungstag, Yom HaZikaron, ja, der gefallene Tag. Das heißt, er soll am gefallenen sich sein, jetzt ist es Ist dies? Dienstag, also Montagabend ist es fünfte. Ja, das heißt, gefallener Tag sollte dann zu feiern sein am Samstagabend, also Ende Schabbat. Im Kurz, um Chilul Schabbat, die Schabbat-Verbrechen vermeiden, gibt es die Regelungen, genau mit dem 9. Av. Ja? Manchmal wegen Schabbat, wenn 9. Av fällt aus auf Schabbat, dann befassen wir uns am 10. Av, einen Tag später, am Sonntag. Okay?
Also wegen des Schabbat ist der Tag der jüdischen Kultur und Tradition, wegen dieser Dinge, wegen Schabbat. Dieses Jahr, Israels Unabhängigkeitstag, ist am 6. Jahr gefeiert ist und zufällig 14. Mai dieses Jahr. Also rein zu sagen, es sollte gestern sein, 13. Mai. Also nur um sagen, dass mit Juden es ist immer kompliziert, jüdische Kalender, es ist ein gutes Thema, das müssen wir und sollen wir noch lernen. Okay, also das ist die erste, das sollen Sie wissen, das ist es und Hilfestag, genau wie Rosh Hashanah, Yom Kippur, geht nach jüdischen Kalender. 8. März oder 9. Mai, 8. Mai, es ist eine jüdische Term. Okay. Jetzt, was ist, ich habe gesagt, dass wir sehen uns die theologische Facetten, theologische Nachdenken über dieses Tag. Was ist die religiöse Deutung von jüdischer Stadt? Was sagen Sie? Was ist Deutung? Warum ist es wichtig oder unwichtig? Es ist also jetzt religiös ist das eine, aber warum der Staat Israel für das Volk Israel wichtig ist, ist es, dass es einen Platz gibt, wo Israel sein kann, wo Juden nicht verfolgt werden, weil sie Juden sind. Ja, das Sie beantworten, warum Staat Israel platziert sich auf Land Israel. Das ist gegen die Proben, die jüdische Staat in drei unterschiedliche Plätze gründet. Also normale Weise, die Leute haben gehört vom Uganda, ja, haben sie über die Argentina gehört und die jüdische Gebiet im Sowjetunion. Okay, also fangen wir von dem Start von der Anfang. Im Buch von dem Theodor Herzl, der jüdische Staat, ja, welche Option steht parallel zum Land Israel? Das war Argentinien. Argentinien. Richtig. Und warum? Weil da schon Leute waren. Weil dort die reichen Juden, nämlich Natalia, vielleicht bei Ihnen Mikrofon. Ja, okay. Weil damals die Juden, oh, Natalia, hallo, hallo. Hallo. Guten Abend. Damals in Argentinien wurde landwirtschaftliche jüdische Dörfer gegründet vom Baron Edmund de Hir, Baron Roch, Baron Hirsch. Okay? Also, das erstens, Argentinien war freies Land, die hat motiviert die Leute migrieren nach Südamerika, nämlich nach Argentinien, brauchte man keine Pass, keine Visa, keine Erlaubnis, gar nichts. Einfach komm, bitte komm. Ja? Wir reden damals, dass dann schon, es wurde die Reisepässe entwickelt, aber noch viele Leute haben ohne keine Papiere gefahren, noch damals. Am 40. Es war schon möglich. Also wir reden von Ende 19. Jahrhundert. Ja, das ist dem Buch von Theodor Herzl. Und damals Argentinien war eine der freiesten Staaten der Welt. Hat sich mit Amerika, Vereinigten Staaten der Amerika konkurriert. Okay. Das heißt, es war relativ einfach erreichen, diesem Staat Argentinien. Und dort könnte man eine Autonomie quasi erreichen. Okay, woher kommt Uganda? Das ist Afrika. Wieder mal. Uganda, das ist Afrika. Ja, die Idee, ein jüdischer Staat in Afrika und nämlich in Uganda gründen. Woher kommt als Idee? Das ich wurde weiß, wo geografisch liegt Uganda. Ja, das wurde vorgeschlagen von Britannien, oder? Richtig.
Richtig, hast du das Also, Leben geguckt, ja? am 1904, die Engländer, die britische Imperium, ja, wo die Sonne hat nie untergegangen, ja. Sie waren sehr, sehr stolz, ja. Das heißt, von Australien bis, weiß nicht was, bis Honolulu, theoretisch zu sagen, das war die britische Imperium. Und dann, sie haben gewisse Herrschaft auch in einige afrikanische Länder. Und diese Königtum, dieses Imperium hat offiziell zionistische Bewegung und die Dr. Theodor Herzl als die Vorsitzende haben die politische Idee wie Uganda vorgeschlagen. Theodor Herzl hat das akzeptiert oder nicht? Ja, er hat akzeptiert, ja. Er hat gesagt, es ist kein Ideal, wir wollen uns unsere Vorväter Land, aber doch, wenn geht es nicht, dann geht nicht. Er probierte politisch ein Abkommen mit Ottomanischem Imperium, mit Deutsche Kaiser hat getroffen, genau in Jerusalem, weil in Deutschland hat nicht empfangen und so weiter und so fort. Also politisch, es hat nicht gelungen. Es war kein Einverständnis, dass die Juden nach Palästina gekommen sind. Und dann, okay, als die letzte Möglichkeit, er hat umarmt diese Idee, eine jüdische Stadt genau in Uganda gründen. Und was ist passiert am Ende mit dieser Idee? Sie wurde abgesagt. Ja, die Juden, die verfolgenden Juden genau von russischem Imperium, die russischen Juden, die nach Pogrom in Odessa und Chisinau, sie haben das stärker abgelehnt. Ja, also ich habe gesagt, wenn es ist Uganda, dann wir bleiben im zarischen Russland mit allen Pogromen. Was haben wir mit zu tun mit Uganda? Das ist unser Land. Wir wollen nach Heiliges Land, nach Israel. Also es wurde dann eine letzte zionistische Kongress, wo Theodor Herzl war noch lebendig. Er hat bald verstorben nach dieser Idee mit Uganda. Also die große Mehrheit von den Juden und auf erste Linie die russischen Juden, die verfolgten. Im Namen dieser Juden, es wurde die Idee als jüdische Stadt, als eine Schutzraumstadt erklärt. Die Leute, die brauchten Schutz. Sie wollten keinen Schutz in Uganda. Sie mussten einen Schutz. Wir wollten nach Israel gehen. Okay. Und dann parallel die Kommunisten, Bolschewiks haben zur Macht in Russland gekommen sind und dann sie haben organisieren eine jüdische Autonomie in Birabidschan. Kennen Sie den Namen? Die russsprachigen Leute kennen den Namen. Bis heute diese Dinge noch existiert. Dort gibt es ein jüdisches Gebiet, jüdische autonomische Republik, so, oder jüdische autonomische Region, offiziell gesagt. Nach offizieller Statistik, heute dort gibt es 0,04% Juden. Heutzutage. Aber doch, bis heute dort gibt es zwei offizielle Sprachen, natürlich Russisch und Jiddisch, nicht Hebräisch, Jiddisch. Jiddische Sprache. Okay, also das ist die alle mögliche Optionen und Varianten, die hatten Juden im 20. Jahrhundert. Und am Ende, das zionistische Projekt wurde in Palästina gegründet. Die zionistische Bewegung hat bekommen einen Brief von Lord Balfour, das kennen Sie, Balfour-Deklaration. Das war eine offizielle Versprechung und Garantie zum einen jüdischen Haus. Passen Sie auf, keine Stadt. Es war kein Wort Stadt. Ja, eine jüdische Haus gründen. Was kann sein Haus? Alles, was Sie wollen. Eine kulturelle Haus. Eine, weiß nicht was, Expo, eine Exposition. Es kann alles zusammen. Auf, wenn wir denken, dass die Briten waren Volontäre und gutherzige Leute wegen dieser Balfour-Deklaration, das ist ein Fehler. Aufgrund dieser Balfour-Deklaration, Großbritannien hat bekommen
von Liga der Nationen Mandat auf israelische Land. Das heißt, nach dem Ersten Weltkrieg, Briten haben das mit Waffen, mit Gewalt, mit Armee, mit Militär von Ottomanischen Imperium genommen. Aber dann, am Anfang 20. das wurde sogenannte Woodrow Wilson Weltsysteme gegründet. Das war 3, 4, 5 Jahre genommen. Ja? Also wir reden über die Währung als Dollar und unterschiedliche zwischenstaatliche Abkommen. Ja? Mit vielen neuen Staaten in Europa, wie Tschechoslowakien und so weiter. Und auch wegen dieser Garantie und Juden hatten unterstützt und natürlich mit 2 und 3 und 4 Händen umarmen diese Balfour-Deklaration, das heißt eine Versprechen. Dann dieses Land, Palästina, wurde genau zum Britannien und nicht zum Frankreich delegiert als regierende Macht. Okay? Das ist die Geschichte. Und dann am 14. Mai, also die Briten haben ein Mandat bekommen. Mandat ist ein Recht, ein Anspruch, zum diesem Land regieren, führen, wie sie wollen. Ja? Und nach starkem militärischen Krieg von jüdischer Seite gegen Briten, die Britannien hat entschieden, sich die Mandat zurück. Schon war keine Liga der Nationen, das war schon UN, heutzutage UN war, ja, nach Zweiten Weltkrieg gegründet. Also sie haben gesagt, wir bringen die Mandat über dieses Land, dieses problematische Land, diese problematischen Juden, Araben, alle zusammen, wir bringen die Mandat zurück nach New York. Und wir sind Britannien rausgezogen von diesem Land. Sie hatten größere Probleme. Sie verstehen Indien, Pakistan, ja, also sie hatten größere Probleme. Also diese kleine Landstück mit Juden und Araben, schon egal. War für Briten. Ja? Also am 14. Mai 1948, am Morgen früh, sie haben die britische Fahne niedergenommen und die britische Gouverneur, Regierende, ja, die letzte, hat sich an die Schiff gesessen lassen und zurück nach zu Hause gefahren. Und das ist die Gründe, warum gleichzeitig, auf demselben Tag, Juden haben jüdische Staat offiziell angekündigt. Weil, wenn nichts, was wäre passiert dann? Was könnte passieren, theoretisch zu sagen? Ja, da könnte, ich meine, es waren ja jede Menge Leute in dem Land, das kann dann jeder sagen, war die Katze. Er macht jetzt da einen Staat oder es ist halt einfach ein Machtvakuum da, das, sowas ist immer schlecht, das muss irgendjemand füllen und dann kommt irgendjemand und sagt, dann sind wir das. Also das hätten jetzt in dem Fall, weiß jetzt nicht, wer statt den Briten dann eingesprungen wäre, wenn jetzt Israel sich nicht gegründet hätte. Es waren zwei mögliche Alternativen, könnten passieren damals. Die erste, genau nach britischem Plan. Mit diesem Landstück geht zurück nach UN, im UN-Hände. Und dann die Nationen, die große Welt, sie entscheiden, was sie machen mit uns. Also wir sind wieder in die Hände von Amerika, Briten, Frankreich und so weiter. Noch eine Möglichkeit wurde, dass die arabischen Nachbarn, sie kündigen eigene Staat. Also alle diese zwei Möglichkeiten, mit beiden Juden werden verlieren und mindestens keinen Staat bekommen. Das ist klar. Ja? Es kann sein, die UN würde eine Autonomie kündigt. Oder sogar dies nicht. Okay.
Tatsächlich, das war ein Bescheid von UN, von Kaftet November, 29. November, ein Jahr vor, ein halbes Jahr bevor, 1947, um zwei Staaten gründen, jüdische und arabische Staaten. Wie ist es bekannt, die Juden haben zum diese Bescheid anverstanden oder nicht, akzeptieren oder nicht? Anverstanden, akzeptieren, ja. Und die Araben akzeptieren? Nein, nicht akzeptieren, nicht anverstanden. Und bis heute ist es passiert. Also, ich kann vorlesen für euch diese und andere Artikel, warum das die palästinische Staat bis heute nicht gegründet, weil die Leute wollen sie nichts und auch in Zukunft sie wollen nicht. Es ist nur ein Spielchen. Okay, also das ist die politisch-staatliche Geschichte. Jetzt schauen wir die theologische Blick. Was ist die Wichtigkeit für eine jüdische Stadt? Von, sagen wir, Bibel, Punkt, Torah, Judentum oder Christentum oder Islam. Was ist der Punkt? Also man braucht einen Rahmen, in dem Recht gesprochen wird. Das, Sie sagen, im Positiv. Im positiven Sinn, genau. Okay. Und das, wir sehen uns alle als heutzutage menschliche Rechte sozusagen. Ja? Wir sagen, die eine individuell hat diese oder andere menschliche Rechte. Ja? Und auch die Kollektiven und die Bevölkerung, die Völker, Nationen auch haben die Rechte, oder? Unter diesem Verständnis, die zionistische Bewegung hat einen Slogan geprägt für eine unhäusliche Nation, bekommen wie ein Haus. Ja, also jeder soll ein Haus haben. Ja. Normale Nationen haben ein Haus, eine Stadt, wie diese Dänemark zum Beispiel. Und die Juden eine Nation ohne Haus, ohne Stadt, ohne eigene Stadt. Okay, das war die politische Idee, die war klar und akzeptiert von manchen Nationen. Gibt es eine sehr, sehr spekulative Idee, die falsch ist? Ich gleich dementiere das. Das heißt, die Juden oder die Zionisten, egal, viele Feinde sehen alle Juden unter dem zionistischen Dach, das ist falsch. Die Juden hatten Staat Israel bekommen wegen dem Shoah, wegen dem Holocaust in Europa. Und dann die Nationen sagen, ach, es ist nicht gut, was haben wir mit Juden getan. Nur ein bisschen bereuen sich, ein bisschen kompensieren und dann kommt zum Lebensstaat Israel. Ja? Kennen Sie solche Stereotyp? Ja. Es sieht aus mathematisch richtig. Das heißt, die Shoah, Holocaust, beendet sich am 1945, Ende des Zweiten Weltkriegs, und 3 Jahre später hat Stadt Israel gegründet, ja, 1948. Also ist quasi wahr, oder? Quasi Wahrheit. Aber nur quasi. Das ist Stereotyp, die Feinde von jüdischem Staat promovieren, und nämlich die arabische nationale Bewegung. Muss man verstehen, dass die zionistische Bewegung hat 50 Jahre vor Nazis und Shoah gegründet, arbeitet und probiert seine Ziele erreichen. Unabhängig so was passiert in Europa, in Frankreich, in Deutschland und so weiter. Okay? Denken wir theoretisch, dass es war kein Holocaust, keine Shoah. Ja? Theoretisch zu sagen. Wann, also Israel war eine Kolonie von Britannien, ja, vom britischen Imperium. Wann war Ende von diesem Imperium, wo die Sonne hat nicht untergegangen, ganzen Tag? Welche Zeit, welche Generation ist Ende des kolonialen Systems?
welche Staaten die neue sind. Nicht 90er, 2000, aber Mitte 20. Jahrhundert. Es war Indien. Indien war es am 40. Ah, noch später. Okay. Die kanuralische Systeme hat kollapsiert und beendet sich am Anfang 70er. Das ist einfach ein Fakt. Die neueste Staaten, die arabischen Staaten, wie Katar, Emiraten, ja, sie haben sich am Anfang 70er wurden gegründet. Okay? 1971, 1972 und so weiter. Das heißt, wäre das keine Show, theoretisch zu sagen, auch diese Teil, die sagen wir Israel, auch wurde zum eigenen Staat geworden, nur mit dieser Verspätung. Okay? Das heißt, die Holocaust, Shoah, war keine Ursache zum jüdischen Staat. Was ist wichtig? Holocaust, Shoah hat beschleunigt diesen Prozess. Das ist wichtig. Aber nicht ist die Gründe. Nur die Geschwindigkeit, die Prozesse, die staatlichen Prozesse. Okay? Also muss man verstehen, dass dieses Stereotyp, dass Shoah ist eine und einzelne Gründe zum jüdischen Staat, es ist völlig falsch, es ist Lüge, es ist historische Lüge und es ist gegen heutzutage Staat Israel. Okay, aber ich habe schon gesagt, jetzt wird es theologisch. Wenn Sie erinnern, wann hat Vatikan die katholische eine und einzelne Staat der Welt. Wann hat Vatikan Staat Israel anerkannt? Das ist die Frage. In 17. Jahre? Noch später. Noch später? 90er, 90er Jahre. 90er Jahre. 90er. 90er. Das heißt, für Vatikan hat fast halb 100 Jahre, fast 50 Jahre genommen, Staat Israel anerkennen. Das war 1993, ich denke, es ist 1994, etwa so. Okay? Nach dem Oslo-Abkommen. Und was sagen Sie, warum? Was ist die Gründe? Es ist natürlich absichtlich, es ist kein Zufall ist. Warum für Vatikan hat fast halb von 100 genommen, zum diese einfache Schritt Israel anerkennen. Weil Vatikan es ist von einer Seite eine Theologie, von der anderen Seite es ist es eine Stadt, wie andere Staaten. Sie haben Ministerien, sie haben Botschafter und so weiter und so fort. Die Papst gleichzeitig auch Haupt von diesem Staat. Keine Frage. Er ist Präsident und Ministerpräsident gleichzeitig. Also mit dem Konzil kann das nichts zu tun haben, weil das war irgendwann in den Ende der 60er fertig. Also das, was, ich wüsste jetzt nicht, dass in den 90ern irgendwas passiert wäre in der Kirche. Ah, da gab es irgendwie eine Passiert. Das war Entschuldigung. eine Deklaration. Okay, ich gebe noch die Fakten. Als die Papst, der war nach dem Shoah, nicht Pius der Zwölfte, dann war Dann war Johannes der 23. Paulus der Erste, ich denke. Paulus der Erste heißt. Es war nach Pius dem 12. war es Johannes der 23. Dann war es Johannes Paul, nee, dann war es Paul der 6., Johannes Paul der 1. und Johannes Paul der 2. Und 90er Jahre Okay, ist. ja, also ich denke, wir reden über die Paulus der Erste. Er hat abgelehnt die Idee, Treffen mit israelischen Ministern im Staat Israel. Also er war in Jerusalem, also wir reden über die 50er, noch vor Sechstagekrieg, Krieg, also Jerusalem, die alte Stadt, die christliche und jüdische und muslimische heilige Plätze, alle gehören zum Jordanienstaat. Und dann, er hat geflohen nach Jordanien, nach Amman, aber nach Israel, er wollte nicht eingehen, nicht antreten. Kein Schritt, kein Zentim.
auf dem Land. Und die Treffen mit einem israelischen Minister, ich denke, Außenminister damals, reden über die 60er, aber vor 1967, das passiert an der Grenze, neben Megiddo, auf einem Übergangsplatz neben Megiddo. Und das ist die gleiche Linie. Das ist die gleiche Linie, warum Vatikan, also in andere Worte, Vatikan sprach Katholizismus, katholische Ideologie, hatten riesige Probleme mit wiedergegründeter jüdischer Staat. Und was heißt diese Probleme? Was ist nämlich? Hat das mit der Substitutionstheologie zu tun? Klar, Okay. das ist die Gründe. Also, die Christentum, auf erster Linie katholische Christentum, hat, wie haben Sie gesagt, Substitution, ein Wechsel, ja, Ja, eine also praktisch Wechseltheorie. Ja? nicht ein Wechsel, sondern eine Ersatz, also praktisch das. Ersatz, Ersatztheorie. Genau. Ersatztheorie. Also, die Theorie sagt Folgendes: Die Juden hatten einen Bund mit dem Gott und das ist fertig. Nicht mehr. Die Gott hat die Juden gestraft, rausgeschmissen vom Heiligen Land und gibt es heute etwa neu stattdessen Juden, die heißt Kirche, Neu, ja. Neu Israel. Neu Israel. Die Kirche, eine Name für katholische Kirche, ist Neu Israel. Also du kannst nicht sein alte Israel von Blut und Fleisch, biologisch-genetisch sozusagen, dann die einzige Möglichkeit, die steht für dich, ein neues Israel im Geist geworden. Also sie sind, die katholische Kirche sieht sich bis heute als eine neue geistliche Israel. Kennen Sie die sehr, sehr berühmte Skulptur Kirche und Synagoge? Es ist sehr, sehr bekannt. Schauen Sie, es ist eine sehr, sehr wichtige Definition, dass diese Skulptur steht am Dom von Straßburg, neben mich, aber auch in viele, viele andere Kirchen der Welt. Das war eine visuelle Zeugnis, die für viele Leute, die konnten lesen und schreiben, nichts anzeichnen, dass die Gott hat die Juden verlassen und verflüchtet und die Wahrheit, die Worte des Gottes, liegt mit Neue Testament, mit Evangelium und mit Kirche. Okay? Und deswegen, auf diese Gründe, Papst wollte nicht nach Israelland physisch antreten. Es widerspricht die ganze Konzept, die ganze fast 2000 Jahre Existierung der katholischen Kirche. Und deswegen, der Vatikan wusste nicht, was zu tun mit diesem jüdischen Staat. Und sie haben abgewartet, dass dieser Staat wird kaputt und platt gehen. Und dann keine jüdische Staat, keine theologische Probleme. Verstehen Sie? Sie haben fast 50 Jahre gewartet, dass diese und andere Terroristen wurden diese theologischen Probleme mit Waffe und Gewalt erlöst. Und nur am 90er, es kommt zum Verständnis, es ist doch passiert nicht. Dieser Staat, er wird existiert. Und dann muss man irgendwie eine neue Konzeption entwickeln. Okay? Also das Anfang von dieses neues Konzept, neue Schritten, das war Neue Stata. Ja? Die Papst Bulla, Papst Dekret, papstliche Brief, die hat erklärt, die Juden von ewiger Schuld über die Todes des Jesus aus Nazareth.
Okay, das ist bekannt, ja? Also das kommt am 1961, ich denke, oder? Anfang 60. Wir hatten jetzt einige Jahre vor, 50 Jahre von dieser Deklaration, neuer Staat. Okay? Und dann, am Anfang 90er, es wurde weitergegangen und noch eine kritische Dinge wurde offiziell vom Vatikan gesagt, und nämlich, dass der alte Bund zwischen den Goten und den Juden, Surprise, Überraschung, noch existiert. Der Gott hat nicht annulliert seinen Bund mit Juden. Das war, also diese zwei Bescheide, diese zwei Bulles, das war echte ideologische Revolution vom Vatikan, katholische Kirche. Wenn so, und das nicht erste, aber sehr, sehr wichtige Mal, dass am Anfang 90er die Juden, jüdische Volk wurden genannt als ältere Brüder von Christen. Kennen Sie diesen Begriff? Wir hören das vielmal, oder? Ja, ich höre gerade von meiner alten Kirche, die haben gerade ein Israel-Thema, da höre ich das auch die ganze Zeit. Ich höre mir die Vorträge an, weil ich das mit meinem Mann diskutiere. Es ist teilweise trotzdem überheblich. Ja, also, weil es immer noch eine Vereinnahmung ist, die einseitig ist. Also das geht komplett von den Christen aus. Und ich habe auch mit dem Begriff des älteren Bruders ein Problem, auch wenn er besser ist wie das alte. Okay, aber nur die Idee, dass chronologisch, historisch ist es richtig, die Judentum war von Anfang und dann hat Christentum sich entwickelt, natürlich später. Also rein chronologisch ist es richtig. Also, das heißt, die Vatikan hat tatsächlich bestätigt, was die Juden die ganzen hunderte Jahre, tausend Jahre haben gesagt. Nein, nein, nein. Die Gott hat uns vielleicht bestraft, aber nicht verlassen. Ja? Also der Bund zwischen Juden und Gott noch existiert. Es ist kein alter Bund, es ist normaler Bund. Also die Begriffe alt und neu sind natürlich rein evangelisch. Ja? Du sollst, wenn du gegründest eine zweite Firma, eine konkurrente Firma zum ersten, das ist das, warum du existierst. Ja? Was ist die Wichtigkeit von dir? Wenn du bist unwichtig, das ist genug die erste Firma. Und dann die Erklärung von der zweiten Firma, das war alte Bund und das ist, gibt es noch einen neuen Bund. Also heutzutage ist es sehr interessant für uns als Rabbiner, was die katholische heutzutage, Stand für heute, Glaubensdoktrine. Und die Antwort ist folgendes. Passen Sie auf. Sitzen Sie gut und stark. Es wurde uns offiziell von Kardinalen, die Kardinal, die höchste, ja, katholische Figur, normalerweise in einem Land, mit einer Ausnahme, gibt es nur einen Kardinal. In Deutschland gibt es nur einen, ja, Kardinal Lehmann. Jetzt, oder schon nicht, ja, schon. Okay, ich habe gekannt ihn persönlich. Er war damals ein Bischof in Trier. Ich war Rabbiner in Trier. Also, als ich war Rabbiner in Mainz, dann Kardinal Lehmann war sein offizieller Sitz in Mainz, im Mainzer Bistum, hat geschrieben zum unserem Journal, jüdische Gemeinde, ein Grußwort zum Rosh Hashanah. Das, wenn Sie sehen, Inquisition und dunkle Mittelalter Jahre, das ist lächerlich. Die Kardinal, die ganze Deutschland begrüßt die Juden zu Rosh Hashanah. Historisch hinsichtlich ist es sehr, sehr interessant, mindestens zu sagen. Im Kurz, was ich jetzt erzähle, es wurde uns von Kardinalen erklärt. Ja? Also es geht folgendes. Die nächste Welt, die geistliche Welt quasi,
Es ist wie ein Theater, wie ein Theater. Also gibt es Reihen und gibt es die Balkone, also gibt es VIP-Logen, alles, wie sie wollen, was sie wollen. Und die Juden, weil die alte Bund ist kein Alt. Er ist heutzutage ein existierender Bund. Juden sitzen in diesem Theater am ersten Reihen. Und die Christen, nämlich Katholiken, sie sitzen da gleich danach, nach den Juden. Aber das ist die gleiche Theater. Alle sitzen zusammen und die Gott schaut, was ihn schaut. Das heißt, die Juden müssen nicht konvertieren zum Christentum. Sie haben Erlösung beim seinem eigenen Bund, beim Torah. Okay? Das ist die Konsequenz und das wurde offiziell gesagt und geschrieben am Anfang 90er. Das heißt, Vatikan und katholische Kirche hat offiziell gestoppt Missionierung, das heißt eine Probe Juden zum christliche Welt mitgenommen. Es ist noch existiert, diese Missionierung von einige fundamentalistisch-protestantische Gruppen. Okay? Auch protestantische Welt akzeptiert diese Idee. Das muss man nicht missionieren zwischen den Juden. In kurz, diese wiedergegründete jüdische Staat, nämlich Staat Israel, hat wiedergenommen uns zu einer alten Diskussion wegen dem Bund mit Gott, wegen dem Torah, wegen dem Evangelion und wo liegt die Gottesste vor. Ich kann für euch, für uns alle, nach meiner Lehre, eine Schema vorzuschlagen, die bringt auch Judentum und Christentum zusammen in friedliche Rolle und friedliches Spiel. Wer ist Messias? War Messias Jesus oder nicht? Und so weiter und so fort. Ich kann etwas sagen, aber nicht jetzt. Jedoch reden wir die Stadt Israel. Also, übrigens, kennen Sie oder nicht? Vermutlich nicht. Wer hat der Autor von dieser Phrase, Staat Israel? Wer ist der Autor? Wer hat das entwickelt? Erste geschrieben, gesagt? Weil es war zweite Tempel, das war Judäa, ja. Erster Tempel, König Salomo, das war Israel, aber kein Staat, Königtum. Ja, der König. Wir lernen König Salomo nach Denken und Reflexionen, ja, was ist der beste Weg zum Leben. Also, wer ist der Autor zu dieser Phrase, Staat Israel? Ich sage euch, er heißt Rabbiner Kook, der Groß. Abraham Yitzchak Cohen Kook, okay. Ich habe das einmal einen kurzen Artikel im russischsprachigen Facebook geschrieben. Also, er hat das schon am Ersten Weltkrieg, er war versteckt in Europa. Er hat aus Israel nach Europa gegangen und Erster Weltkrieg, er konnte nicht zurückzukommen, weil es war Europa und Ottomanische Imperium. Also, er war im Exil in Schweiz und dann in London und er hat das in seine Bücher in Schweiz nämlich geschrieben, diese Phrase Staat Israel schon am Anfang 20. Ja, also gute über 25 Jahre vor echte Staat Israel Gründung, er hat schon genutzt schriftlich diese Phrase und da, dies wurde akzeptiert auf Hebräisch. Okay, weiter. Welche Deutung, das, also wir haben gesagt, das ist die theologische Deutung der Stadt Israel wegen dem Christentum, nämlich Katholizismus. Ja? Es ist eine Revolution, die sollte man herausfordern und die neue Antworten zum alten These, alte Konzept erfinden.
Welche Herausforderungen bringt Staat Israel zum Islam, zur muslimischen Welt? Was sagen Sie? Das ist ein großes Problem, weil da, also aus muslimischer Sicht, weil es war ein Haus des Friedens, also unter Islam. Es war also islamische Regierung in der Region und wo einmal islamische Regierung war, also Haus des Friedens, da darf es nie wieder etwas anderes geben. Gilt auch übrigens für Spanien. Also ob Spanien oder Jerusalem, es spielt da keine Rolle. Der Anspruch ist, bleibt, das war islamisches Gebiet und muss wieder islamisches Gebiet werden. Groß zu sagen, Sie haben recht. Ich nur korrigiere die einzelnen Definitionen. Nach islamischer Blick gibt es die Welt verteilt sich zu zwei: Dar el-Islam, das Land von Islam, und Dar el-Harb, das Land von Nicht-Islam, und nämlich das Land des Schwert, wo Schwert soll angehen. Das muss man noch erobern. Und dann, die sind nicht Muslime, Christen und Juden, sie haben ein offizielles Statut Zimi. Das heißt, eine zweite oder dritte Klasse Leute. Die sollen besondere Steuern bezahlen und so weiter. Und dann, genau diese zweite, dritte Klasse Leute in Mitte des islamischen Landes gründen eigene Land, die ist nicht nur islamisch. Verstehen Sie? Es ist auch eine riesige Verlust. Erstens militärisch. Islam lernt von militärischem Erfolg eine sozusagen Allah Segen, die Gott ist der Segen. Und was sollen Sie sagen, wenn die Allah erlaubt zum nicht Gläubige, die Juden in diesem Fall, eine militärische Erfolg und sie begründen eigene Land. Das ist theologisch eine Katastrophe. Genau wie beim Vatikan. Nur mit anderer Natur die Katastrophe. Das muss man verstehen. Auch Katholizismus, auch klassischer Islam sollten herausfordern und bis heute sie haben die Probleme, die manche islamische Welt. Sie haben theologische Probleme mit dieser jüdischen Stadt. Rabbi Schalke hat gesagt letztlich, dass die islamische Welt und besonders die Palästinenser, sie haben genau die jüdischen Probleme. Das heißt, zum ersten Mal in seinem Leben gehen zum Exil. Die Juden hatten diese Katastrophe Exil schon. Und sie haben irgendwie entwickeln gewisse Lebensstil, Theologie, Praktikum und so weiter. Islam hat noch nicht. Okay? Und deswegen diese Unakzeptanz, diese Kriege, ja, diese Feindlichkeit. Es kommt von dieser Wurzel. Die jüdische Staat dementiert riesige Teile, nicht die ganze, aber doch riesige Teile von islamischer Doktrinen. Genau wie im anderen Weg jüdische Staat dementiert die katholische Doktrin und nämlich diese Ersatzkonzept wegen der Juden. Okay? Und das ist nicht umsonst, dass viele, nicht katholische Pfarrer, aber viele andere Pfarrer von anderen christlichen Richtungen, sie hatten und haben bis heute physisch helfen zum Terroristen. Waffe verstecken. Wir reden nicht über die Munition. Wir reden über die Kalaschnikow und noch größere Dinge. Ja, das heißt, diese Leute sehen eine heilige Ziel, diese problematische Stadt vernichten. Vielleicht nicht bei seinen eigenen Händen, vielleicht beim islamischen Händen. Okay? Und es gibt nicht eine Person, die ist christlicher Pfarrer, die sitzt in Israel im Gefängnis, über solche schmuggelnde Waffe. Nicht eine, nicht zwei. Ich sage euch. Okay?
Also, deswegen, genau wie Rav Schelke hat gesagt, jede Religion soll eigene Evolution erleben und richtige Antworten für sich auf erste Linie stellen. Wie können Sie Christentum und Islam parallel, friedlich oder irgendwie mit Staat Israel leben und existieren? Sie sollen für sich selbst erklären, wie kann das sein? Genau wie die Juden fragen, wo war die Gott in die Shoah-Holocaust-Zeiten? Genau Muslime fragen sich, wo war die Gott, als die Juden haben die Palästinenser und andere gewonnen? Wo war denn Gott? Wo war dem Allah? Wie kann das sein? Es ist eine theologisch gläubige Krise, muss man das verstehen. Und Rabbiner Scherker als echter Genie, er hat vorgeschlagen, die theologische Wege für Islam, wie sagt man, eine Treppe von einem hochständigen Baum runterkommen. Kennen Sie diese Metapher? Es gibt eine Metapher auf Englisch, auf Hebräisch. Jemand, der geht ganz oben auf einem Baum, für ihn eine Treppe vorzuschlagen, von diesem hohen Baum runter zum Erde gehen. Stellen Sie, es ist eine Lösung. Eine Lösung vorzuschlagen. Okay? Und Rabbiner Scherker hat geschrieben zwei Briefe an Weisen des Islam. So hat er das genannt. Jetzt, von Anfang dieser Krieg, 7. Oktober. Und auf diese Gründe, er wurde persönlich von Scheichs in Emiraten, in Dubai, nämlich eingeladen. Er war dort und hat gesagt, was wir als Rabbiner, als gläubige Menschen fordern von islamischer Weise. Okay, Spoiler, ich verkürze diese zwei Bilder. Er schreibt dort, wir können leben mit Islam, wir können nicht leben mit Hamas, mit Terroristen. Okay? Ja, für Islam, nein für Terroristen. Das kurz in Hals von die ganze zwei. Es ist lang. Es gibt es auch auf Deutsch. Sie kennen, es gibt es auf Russisch natürlich, Englisch und so weiter. Also, ich wollte nur sagen heute, dass die Wiedergründung und weitgehende Staat Israel Existenz, es ist ein Wunder, eine riesige Dinge, die hatte keine Parallele, keine Analogie im ganzen Welt. Und von diesem Staat, sein Einfluss geht auch auf uns, die Juden in der Diaspora. Sie verstehen, was ohne diesen Staat, was war unser Statut der Juden in Europa, in Deutschland zum Beispiel? Schauen Sie zum Beispiel an auf Sinti Roma. Sie haben keine eigene Stadt. Schauen Sie auf die Kurden, das Volk, das drei-, vierfach größere von jüdischen Volk im ganzen Welt. Sie sind über 40 Millionen. Die haben keinen eigenen Staat. Und was bekommen sie als Verhalten von der Welt? Das ist nicht zufällig, dass diese Leute, die Kurden, sie sehen in uns, im Juden und im jüdischen Staat ein Vorbild. Das soll man kopieren zum Erfolg. Am Ende seine eigene Staat gründen. Ja? Und habe schon letztes Mal zitieren. Zitiert eine moderne Lied. Ich sage euch wieder: Eine moderne Lied vom jemand relativ unbekannt.
der hat geschrieben, wir haben zwei relativ nebenstehende im Kalender Erinnerungstage. Erinnerungstag für Holocausttag, das ist 28. Nisan. Und vierte Jahr, also eine Woche, 6 Tage, nee, sieben Tage. Und eine Woche später, eine Yom HaZikaron, Erinnerungstag für Opfer vom Staat Israel. Muss man dazu sagen, dass wegen dieses letzten Krieges, 7. Oktober, dass die Zahl hat für 2000 Seelen erhoben sich. Letztes Jahr, das war 23.000, jetzt die Zahl steht auf 25.000 etwa. Kann man im Internet finden, die genaue Zahl. Und dann, dass dieser Mann, er schreibt, er heißt ehrlich, sein Nachname, er schreibt, wir haben die zwei Ziffern, 6 Millionen und heutzutage 25.000. Eine Ziffer ohne Staat und eine Ziffer mit. Und das ist es, klärt alles. Also, dass dieser jüdische Staat, Staat Israel, ja, es ist auch vielmal peinliche Geschichte mit Blut und Tränen und Tod und terroristische Anschläge und jetzige letzte Krieg vom 7. Oktober. Aber doch, diese Stadt hat Möglichkeit, Militär und so weiter, sich verteidigen. Durch halbes Tages, am 7. Oktober, am Shabbat, im Simchat Torah, Shmini Atzeret, die Stadt Israel hat sich reorganisiert und hat sich verteidigen. Was ist nicht passiert, die ganze Jahre vom Schlaf vom Holocaust. Das so muss man verstehen. Und trotzdem der große Schmerz, besonders von dieses Jahr, wegen diesem Krieg, wegen die Verluste, wegen die Tote. Ich habe noch 132 Menschen, die sind im Hamas-Tunnel. Ja? Also sie sind Geiseln. Es ist riesiger Schmerz. Es ist nicht einfach. Deswegen dieses Jahr, die alle Zeremonien, sie waren nicht so fröhlich. Also kein Feuerwerk. Ja? Genau wie unsere Soldaten im Gaza-Streifen, sie haben das Feuerwerk getan. Lächerlich. Okay? Also, es ist nicht einfach, dieses Jahr, 76er Jahr, diese Geburt, diese Stadt feiern. Aber doch, auch mit diesem Schmerz, wir verstehen die Wichtigkeit, die kritische Wichtigkeit. Erstens für uns, nicht für katholische oder islamische Theologie. Auf erster Reihe für uns, dass diese Stadt doch mit allen Fehlern, mit allen Problemen und natürlich, es kommt noch zum Erklärungen und Kommissionen und das war natürlich Versage vom Staat und vom Militär am 7. Oktober. Das ist ein Konsensus. Es war volle Versage, hundertprozentige Versage. Ja? Aber doch, durch diesen Schmerz und diese Geschichte, wir sollen noch mehr diese Stadt schätzen, weil er doch gibt uns Schutz und Hoffnung. Und das war's. Das ist ganz kurz von theologischer Seite. Das wollte ich erzählen. Und also das heißt doch und trotzdem, wir feiern dieses Tag. Und wir sagen Chag Sameach, Chag Atzmaut Sameach, so sagt man auf Hebräisch. Also trotzdem, was ist passiert am 7. Oktober und das ist Krieg, das hat sich nie beendet. Es kann sein, wir stehen vor dem großen Krieg, mit Hisbollah, mit Iran, es alles kann sein. Es alles kann sein. Es kann passieren. Aber doch, wir sind stärker.
Am Holocaust-Zeiten, wir waren schwächer. Okay? Und jetzt, wenn es ist Versage, es ist unsere Versage. Wir können das verbessern. Wir müssen, wir sollen das. Ja? Am Holocaust-Zeiten, am Shoah, es war auch Versage. Auch von uns. Fast niemand hat das vorgesehen. Und jeder, der sagte das, wurde nicht geglaubt, dass es kommt. Ja? Aber doch, es ist gut, das haben wir, eine jüdische Staat anstatt Israel. Es ist doch gut. Es gibt viele, viele gute Dinge in diesem Staat. Das habe ich nicht gesagt. Vielleicht nächstes Mal. Ich erzähle euch unglaubliche Geschichte von Solidarität und unterstütze jeden anderen und Hilfe und Volontarität. Das haben keine, aber keine Parallele und Analogie im ganzen Welt. Ich garantiere euch keine Parallele. Vielleicht wusste, Sie wissen noch nicht. Ich erzähle euch. Es ist eine riesige Stadt mit riesigen Leuten, mit großartigen Herzen. Und das macht uns alle trotzdem diese schweren Tage große Hoffnung. Also gibt es ein Sprichwort auf Hebräisch von Josef Trumpeldor. Er hat in Selbstverteidigung gegen die arabische Pogromisten am Anfang 20er verstorben, von Hunden wurde geschossen. Neben Kirjat Shmona am nördlichen Teil Israel. Er sagte, ist eine Legende, oder ja oder nein, vermutlich ja. Tov lamut ba'arzenu, ist gut, sterben für unser Land. Das ist eine ultimative Frage. Aber wir sagen heute, es ist gut, leben für unser Land. Es ist gut, leben für unsere Stadt. Wir wollen leben für unsere Stadt. Und leider, manchmal muss man verteidigen sich und kriegen für dieses Leben. Aber doch, es ist gut, das haben wir einem Staat. Es ist auch gut für die ganze Welt. Schauen Sie, was Staat Israel entwickelt. Die ganze Welt. Die letzte, nicht letzte, schon am 90er, USB. Ja, und KISS, ja, das war von Technion. Ich meine Uni, ich habe dort gelernt, im Uni, im Technion. Ja, also gibt es tausende, tausende Dinge. Sherry, die kleine Tomaten. Ich habe gesehen, die Professor ist nicht allein, es war eine Gruppe. Ich kenne die Mensch, der hat diese kleine Tomaten am 70er erfunden. Pomelos. Ja, und so weiter und so fort. Humus haben sie gemeint. Humus ist ganz türkisch-arabisch, aber doch, es ist egal. Vor 2 Wochen wurde schon 2 Start-up verkauft, ja, von Israel auf 1 Milliarde Dollar oder ungefähr. Ja, Das war künstliche Intelligenz, ja. und so weiter und so fort. Also wir glauben im Leben, wir glauben, dass es gut Leben für unser Land ist, es ist gut Leben für unsere Stadt. Und manchmal muss man, soll man verteidigen seine eigene Leben. Das ist unsere Welt. Also Zusammenfassung, es ist doch gut. Es ist doch gut, eine Stadt Israel haben und wir glauben und wir sind sicher, es werden andere und bessere Zeiten. Mit Gott ist dafür. Eine Frage. Ja, Dann eine also, Frage. ja, bitte. Aber die, zum Beispiel, es gibt so also Leute in den streng gläubigen Welt, Ultraorthodoxen, ja. Ultraorthodoxen, ja, die dagegen sind, dass die Juden jetzt einfach so selbst in die Stadt Israel kommen. Früher habe ich gedacht, wieso, das gibt's doch Schauen Sie nicht. mal, schauen Sie mal. Ich Aber jetzt, wo es Krieg gab, Entschuldigung, dann dachte ich wahrscheinlich ist das für Schutz gedacht, dass Arbeite mit diesen Leuten. Muss man verstehen, dass alle Leute auch, die sagen, wir sind nicht zionistisch oder antizionistisch. Die Leute leben im Staat Israel. Sie sind israelische Bürger. Sie bezahlen die Steuern. Also verstehen Sie, was Sie sagen in der Synagoge, ob ja oder nein, Gebet für Staat Israel, es ist komplett egal. Sie sind Zionisten de facto.
vielleicht nicht de jure. Ja? Die Antizionisten, sie leben in Amerika, in Antwerpen, in London, das ist richtig. Jeder, der lebt in Israel als Jude, als stolzer Jude, er ist post factum, er ist ein Zionist. Gibt es eine kleine Sekte, die heißt Naturekarta. Die sind Antizionisten, trotzdem, dass sie leben in Mitte Jerusalem. Sie trugen keine israelische Pass- und Staatsangehörigkeit. Sie bezahlen immer Dollars in Israel. Sie reden kein Hebräisch, sondern Jiddisch. Sie haben eigene Generators mit Strom. Okay? Für diese Leute glaube ich, sie sind Antizionisten. Sie sind rund 1500 Seelen. Das war's. Alle anderen teilzunehmen mit normalem israelischen Leben. Das ist die Wichtigste. Sie entwickeln dem Land. Jedes Jahr kommt um eine, mindestens eine neue Stadt, die wurde offiziell unterschrieben. Also gibt es neue Wege, neue Autobahnen, neue Schulen, neue Hospitals. Jetzt schon in Beersheba, zweite Krankenhaus wurde genommen. Die Stadt Israel hat schon von statistisch, von Bevölkerung schon Österreich überholt. Wir sind 10 Millionen Leute jetzt, Seele, im Israel. Okay? Es ist 9,9. Nächste 2 Jahre wir überholen Belgien. Okay? Und dann Niederländer. Also und so weiter. Es kann sein, es ist ein kleines Land territoriell, aber statistisch, bevölkerisch sozusagen, wir sind schon nicht so klein. Wir sind ein großes Land. Und deswegen, wir produzieren viele koschere Lebensmittel nach Israel, weil die Leute sollen essen. Okay? Wir haben die größte Zahl der neugeborenen Kinder im ganzen westlichen Welt. Prozentuell. Als ich gehe nach Ausland mit meiner ganzen Familie, sagen, das sind deine Kinder, alle deine? Wow. Und ich habe nicht so viele Kinder, ja, muss man verstehen. Nach der jüdischen Bräuch, sozusagen, nach der jüdischen Realität. Ich habe sehr wenig Kinder, relativ zu meinen rabbinischen Kollegen, die haben 8, 10, 12. Die Rabbiner von Moskau hat 70 Kinder. 70. Nicht 70, 70, aber doch 70. Von einer Frau. Okay. Ich habe einen Freund, einen engen Freund, er hat 9 oder 10, ich habe schon vergessen, wie viel. Und so. Also, wir sind nicht so kleines Land und nicht so kleine Stadt. Vielleicht territoriell ja ein kleines Land, aber als Stadt, die Deutung, ja, die Möglichkeit, dass die ganze Welt, inklusive Westeuropa und Amerika, kaufen von uns die Schutzwaffe, ja, das ist großartig. Ja. Ja, weil diese Attacke auch von Iran, gar nichts. Null. Und das war eine schwere Attacke. Ja? Also die Systeme, die Idee, die Praktikum hat sich mal gewesen. Okay. Also ich habe schon euch gesagt, ein bisschen meine private Geschichte, dass meine nicht Großeltern, Ureltern, ja? Ureltern. Die Vater und Mutter von meinem Opa, es wurde im Holocaust lebendig gebrannt von Nazis. Okay? Und dann mit ganzem Dorf. Ostpolen, Weißrussland. Bis heute dieses Dorf nicht existiert, nur der Name. Eine schwarze Erde, ich war dort. Und wenn ich frage mich, wenn ich wäre, frage diese meine Urvater und Mutter, die ich seinen Namen, Nachnamen trage, ja? Wollten sie im
Staat Israel mit alle ganzen Problemen leben? Oder dann, wo haben sie gelebt? Ohne Schutz. Ich denke, die Antwort ist klar. Was hätten sie gewählt, ja? Also mit alle ganze, und wir haben viele Probleme mit Staat Israel, das alle sie kennen, wir haben gesprochen über die juristische Reform gibt es noch, ja? Jetzt scheint auch ein Sicherheitsproblem, die riesige Probleme, der Militär hat versagt, ja? Aber doch mit den ganzen Problemen der Staat Israel, die Alternative ist 100 Millionen mal schlimmste. Ich habe keine andere Alternative. Also doch, es ist nicht böse, es ist eine gute Idee. Und alle Leute, die sind dagegen im Mund, in der Tat, sie sind tatsächlich dafür. Sie leben in dieser Stadt, sie reden Hebräisch, sie bezahlen die Steuern und so weiter und so fort. Ich arbeite mit diesen Leuten, so sind die Leute, 100%. Ich mag diese Leute sehr. Wirklich, ich liebe diese Leute. Und was sie beten und was sie beten nicht, das ist mir egal. Nee, wie ich verstanden habe, es gibt einfach Leute, die glauben, dass die Juden sollen nach Israel auf unnatürliche Weise kommen. Dass wenn Gott dich ruft und dann Es ist an Glauben. einem Es Moment, ist Glauben. ja, das ist Glauben, genau. Und vorher habe ich gedacht, dass das ist irgendwie komisch, dieser Gedanke. Aber Es ist jetzt, nicht wo ich komisch, es ist eine mögliche Alternative. Und im Glauben, im Judentum, wir haben immer mehr Alternativen. Und gibt es auch andere Glauben, die sagen, es kann sein, natürlicher Weg sein. Also im Propheten gibt es widersprüchliche Verse. Und wir lernen Propheten ein bisschen. Und wir sehen, zwischen König Salomo und sich selbst gibt es Widersprüche. Und nicht eins und nicht zehn. Ja? Also, was Leute glauben, ist im Ordnung. Was ist noch wichtiger, was sie tatsächlich machen, was sie tun, die Taten. Sie leben im Staat Israel. Das ist die Wichtigste. Alles andere ist Glauben, im Ordnung. Keine Probleme. Jeder glaubt, was er glaubt. Sadik Bumantur hier, der Prophet sagt, der Gerechte wird auf seine eigene Glauben leben. Die Leute leben mit dem Glauben, das ist im Ordnung. Jeder frei glauben, was er hält zum Richtigen. Ja, vor allem ist das eine Mitzwa, doch in Stadt Israel zu leben. Nicht, Sie begriffen das nicht als Stadt Israel, sondern als Land Israel. Als Land Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied, aber wieder ist es egal. Heute ist es die verbundene Dinge, dem Land und dem Staat. Okay, meine liebe Leute, das war für heute Israels Unabhängigkeitstag. 76 Jahre, Mazal Tov. Dann gibt es die Fragen. Ich habe noch viel. Natürlich, ich habe vorbereitet, was gar nichts habe gesagt. Ja, nur die klassisch-theologischen Aspekte. Wir lernen weiter. Wir lernen, wir müssen lernen. Ja? Sehr gut. Ich bedanke euch alle. Und trotzdem, wie gesagt, trotzdem der Schmerz, wir müssen und wir sind optimistisch. Wir bleiben optimistisch. Das ist sehr jüdische Eigenschaften. Optimistisch bleiben. Sehr, sehr wichtig. Gut? Ja. Danke. Gerne. Danke. Gerne, meine lieben Leute. Alles Gute euch. Gesundheit. Geistig und körperlich. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Nächste Woche. Tschüss. Schönen Abend. Schönen Abend. Ja, tschüss.